Und willkommen zurück bei der Sendung Let's Play Anibig mit eurem Fopsy. Ja, Sendung, natürlich. Wir sind hier ein ganz tolles, wir sind ein eigenes Sendeformat. Let's Plays, ein... Na gut, Let's Plays sind ja an sich wirklich ein Format, aber... aber kein... Richtig, ach komm. Lassen wir das. Wir konzentrieren uns wieder auf das Spiel, auf das Herrliche. Und diese Frösche möchte ich jetzt gar nicht besuchen. Moment, so. Musste noch mal bei meinen Kopfhörern gucken, weil die so blöd sind... Da kann ich das linke und das rechte Ohr jeweils die Lautstärke bestimmen. Und wenn man das ein wenig verschiebt, dann hört es sich gleich komisch an. Sollte logisch sein. Und das ist nicht so schön so. Moment. Jetzt müssen wir doch mal auf die Karte gucken. Also wir könnten eigentlich nur noch nach... Achso. Ne, Moment. Rechts, rechts hoch und dann links gucken. Warum ist hier... Moment, habe ich die Maus? Ja. Warum ist hier... Wie komme ich hier lang? Warum ist das so schattig? Da muss es doch irgendwie einen Weg geben. Achso, Moment, das zeichnet mir das ja hier an. Irgendwo. Und irgendwie muss ich auch dahin kommen. Da. Ansonsten gehe ich da. Da. Ne, also wir werden mal einen Weg finden. Wir gehen erstmal rechts, dann sind wir aber, glaube ich, wieder bei den Krähen. Ja, wir müssen noch eins nach rechts. Rechts, rechts. Ah ne, da waren wir gerade drin. Das ist ja der eine Raum. Was fehlt uns denn? Ein Statuenteil und die Korallenkrone. Also zwei Statuenteile natürlich. Und ne, da geht es wieder runter in die Dingens. Ne, da haben wir auch schon fünf erledigt. Wir sind immer noch Stufe 5. Wir könnten irgendwann mal wieder aufsteigen. Ja, oben kommen wir jetzt wieder in den Krähenraum. Und mit dir würde ich mich gar nicht aufhalten. Wenn ich mal ehrlich bin. Aber mit dir. So. Ja, nee, das Feuerding. Ich müsste vielleicht mal darauf achten, wie viele Erfahrungspunkte das gibt. Ach so, das war das. Ah. Alles klar, das ist also so ein verschlossenes. Ah. Und den Schlüssel der Katakomben. Okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Tiefe. Und komm, jetzt mach ich's doch glatt. Nein. Uhu. Kawabanga! Au. Ja, schieß doch. Dumm. Hey, habt ihr schon von den Typen gehört, dass sich leicht treffen lässt? Naja, wenigstens haben wir rotisch-magische Assistenz bekommen. Kloppen wir das doch hier auch mal kaputt, finden noch ein paar Pfeile, also hat sich das schon mal halbwegs gelohnt. Wir haben zwar kaum noch Energie, aber hey, komm. Moment. Moment. Mal was ganz anderes. Ich habe doch hier Inventar. Also, falls ihr noch nicht gewusst habt, ich habe ein Inventar. Großer, runder Saphir. Ja, gehört zu dem Moment. Wo haben wir es denn? Teil von Poseidon Stab. Nee. Stab der Frostbolzen. Ich habe doch etwas... Genau. Schnelltaste zuordnen. Mit Shift und Steuerung kombiniert werden. Ha, genau. Und zack. Achso. Ja, Schiff natürlich. Wollen wir mal ein paar Tränke brauen? Stellen, stellen. La 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 la. So, davon noch ein. Vielleicht. Boah, davon noch zwei kann ich. Also noch ein. Und dann noch hier. Ich denke mal, das kann ich. Nein, nein, danke. Das kann nicht so schädlich sein. Und wir reisen mal ein bisschen schneller. Ach, wenn wir schon hier sind, machen wir mal einen auf Feigling. Normalerweise müsste ich ja den Heiltrank benutzen, obwohl eigentlich nicht. In jedem RPG gibt es ja irgendwo eine Raststelle. Um wieder auf mein Lieblingsbeispiel zu kommen, weil es halt das Aktuellste ist, auch wenn ich es gerade aktuell nicht mehr spiele. Skyrim natürlich. Oder die Elder Scrolls-Reihe reicht es ja einfach nur... auf die T-Taste zu drücken, also auf die Rastpause, sobald keine Gegner in der Nähe sind, so hat man eine Stunde geruht und hat wieder volle Mana und volle Energie gehabt. Deswegen waren Tränke teilweise ein bisschen unnötig, wenn man Feiglingsmethode gespielt hat, aber hey, ich nehme nur das, was das Spiel mir gibt. Nein, Moment, wo muss ich runter? Na links, okay. Na links wollen wir, wunderschön. Im Prinzip müsste ich ja, also was heißt müsste ich, irgendwas anderes als Anibig für morgen aufnehmen, aber ich habe gerade so richtig Bock auf das Spiel.
Ist halt wunderbar schlimm bei solchen Spielen, die man wirklich gerne spielt und dann daraus ein Projekt gemacht hat, aus Blind-Projekten. Man möchte eigentlich das ganze Spiel durchwemsen. So wie es mein Mitbewohner gemacht hat. Der hat es sich gekauft, am Stück gespielt, fertig. Und ich hänge so meilenweit hinterher und ich möchte eigentlich wirklich wissen, wie geht's weiter, die ganzen tollen Dialoge. Und vielleicht den hören wir jetzt ja gleich wieder einen tollen Dialog. Du neu hier? Was suchen in Kanalisation? Nichts Besonderes. Ich laufe nur so herum. In Kanalisation wächst ein Kraut, das ich für Sud brauche. Meine Vorräte sind fast aufgebraucht, aber Kanalisation gefährlich. Ich brauche Gefallen von mutigen Fremden. Was springt für mich dabei heraus? Was bessere Belohnung als alten Mann helfen? Ich beginne zu begreifen, wie das hier in der Burg läuft. Natürlich. Gratis-Dinge sind nicht in Mode. Nun, wenn du nichts anzubieten hast, dann gehe ich. Warte, ich habe einige Münzen. Das ist etwas anderes. Und ich habe die Stimme falsch gesprochen, aber ist egal. Und wir brauchen 14 Fahren. Okay, werden wir Fahren erkennen? Moment, andere Sache. Andere. Aufgaben, genau. Genau, ich wollte eigentlich erstmal die weitermachen, wenn wir Fahren begegnen, okay. Aber ich möchte erstmal die im Auge behalten. War das echt jetzt Dr. Soldberg? Ganz. War das jetzt Dr. Soldberg oder was? Ja. Was ist das denn so? Völlig random. Ah, schön. Dieses Spiel macht mich doch fertig. Oh, da haben wir wieder diese Drecksteile. Und stirbt es von alleine? Ja, wunderbar. Dann brauche ich mich damit gar nicht so rumplagen. Oh, da hinten haben wir einen Shop. Wunderschön. Ui. Gut, gucken wir mal. Aber ich denke mal, ich bin hier nicht ganz richtig. Aber jetzt komme ich auch nicht mehr zurück, wie ich gerade merke. Naja. Pech gehabt. Ach, guck mal, wer da ist. Unsere alten Freunde. Was hast du denn hier anzubieten? Rolle zur Teleportation. Teleportation, nö, das ist uns egal. Notizenrobe des Feuers, Rüstung Stufe 3, bla, nö, interessiert mich jetzt nicht. Tränke der Geschwindigkeit, Infrastation, unsichtbares Sehen. Kurzzeitig werden deine Augen magisch verstärkt, deine. Erlauben dir es, unsichtbare Kreaturen zu sehen. Nee, interessiert mich erstmal alles nicht. Was hast du denn für Schönes an Waffen? Ein Poinat. Macht schon mal ordentlich Damage. Dolch, aber auch nur. Ein Breitschwert, wie süß. Stufe 5. Ja, da brauchen wir ein bisschen mehr Skillpunkte. Ja, Pfeile können wir auf jeden Fall mal kaufen. Moment. Was machst du dann? 70 Schaden. Ist schon mal besser als meiner, okay. Eine genietete Lederrüstung. Na, die werden wir uns dann als nächstes mal kaufen, würde ich meinen. Wir haben ja ziemlich viel Geld eigentlich. Dafür brauche ich Stufe Rüstung, Stufe 5 in Rüstung. Das sollte ich mir mal merken. Werde ich es wahrscheinlich eh irgendwann vergessen, zwischenzeitlich. Bis es mir dann halbwegs zu spät wieder einfällt. Aber hey, that's me. I can deal with it. Warum will mir das nicht gefallen? Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt wieder schön eine auf die Fristkasse kriege. Nicht baden, Wasser mit Blutegeln verseucht. Okay, ich kann sie auf jeden Fall angreifen. Okay. Will ich da überhaupt rein, ist die Frage. Ja, ich mach's mal. Ich mach's mal, weil ich wissen will, was im Wasser sonst ist. Sind das jetzt die Blutegel oder kriege ich die Wasser oder kriege ich die erst dann, wenn ich ins Wasser wirklich gehe? Das würde mich interessieren. Will ich da rein? Will ich da rein? Ich will mal da rein. Okay, die Tentakel. Oh. Okay. Tentakel, alles klar. Und ich krieg permanent Schaden wegen Blutegel. Wahrscheinlich. Aha. Mal sehen, wann das aufhört.
Drache. Oder irgendwas, keine Ahnung. Komm hier. Ich hab auch was zu bieten. Ein Zauber. Und der scheint sehr empfindlich gegen Feuer zu sein. Ach, komm schon. Und die Blutegel nerven mich so ein bisschen. Aber zum Glück ist sein Eishauch sehr langsam in der Angriffsgeschwindigkeit. Auge einer Schlange, ja, das juckt mich gerade nicht. Wann hören die Blutegel auf? Das ist für mich gerade die spannendere Frage. Ja, komm, erstmal dich. Und dann dich. So. Das erledigt sich ja automatisch dann. Dankeschön. Und du darfst dich festhalten, natürlich. So. Gut, ich meine, ich komme ja wieder zurück, aber ich bin hier auf jeden Fall nicht richtig. Wow. Geh weg, Froggy. Okay, das ist fies. Ich bin hier nicht richtig und deswegen gehe ich auch erstmal wieder weg. Werde ich die Blutegel auch mal los? Okay, das könnte ätzend werden. Werde ich die auch wirklich mal wieder los? Scheinbar nicht so. Aber ich möchte jetzt wirklich doch erstmal... Ah, Moment, war nicht hier drin welche? Moment, war nicht hier noch Steine? Da rechts lang? Bin ich da lang gegangen? Moment. Das testen wir doch gerade mal aus. Ist ja kein Problem, hier durchzukommen. Das sind ja nur diese komischen Madenwürmer. Du hast 500 Monster getötet. Ich bin das Gesetz. Natürlich bin ich das Gesetz. Ganz ruhig. Hier geht's auf jeden Fall. Oder? Moment. Achso, nee, da komme ich ja... Das ist ja einfach wirklich nur dieser Kreislauf, ne? Ja. Mehr ist das ja nicht. Nee. Hier komme ich definitiv nicht weiter. Muss ich jetzt erst sterben, dass es die blöden Viecher aufhören, oder? Das wäre ein bisschen ätzend. Wo könnten wir denn noch hin? Um hier diese Steine zu finden. Moment. Moment, natürlich. Ha. Oh, oh. Und für dich. Und für dich. Ja, ich sterbe eh. Wann hört es denn auf? Das wüsste ich gerne. Ja, muss ich jetzt sterben, oder wie? Ah, klassisches... Ah, klassisches RPG-Prinzip. Ja, klassisches RPG-Prinzip natürlich, dass es aufhört, sobald meine Lebensenergie niedrig ist. Ist natürlich an sich keine schlechte Sache. Achso, da war ja was. Komm, nehme ich einen Bogen. Ist mir auch egal. Haben wir jetzt wieder Pfeil. So. Wunderschön. Ich trinke aber mal einen Trank. Einfach, weil ich noch Angst habe von hier. Von irgendwas Blöden. Von der Falle vielleicht. Das ist gut. Das ist gut. Moment. Nochmal. Oh, nochmal. Das ist cool. Wieso kriege ich dann wieder... Oh Gott, nee, sag mir nicht, die Blutegel fangen dann wieder an. Okay, das ist echt lästig. Tiefen sind beleuchtet, du hast alle Lichter in den Tiefen angezündet. Das freut mich, denke ich. So. Hier ist bestimmt noch eine Falle. Ja, war es auch gut. Und blaue Marschessenz, wunderschön. Ja, interessiert mich nicht. Die Made unter der leider schon. Jetzt gehe ich noch nach links. Da sehe ich noch eine Kiste. Obwohl... Ja, okay, ich gehe nicht links. Weil mich so eine blöde Made doch erwischt hat.
Aber ist nicht schlimm, weil jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Und diese blöden Blutegel hören auf. Die sind ja ätzend. Natürlich. Oh, ist das schön. Natürlich muss der so sein, ne? Nee. Komm. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Und tschüss, und tschüss, und tschüss. Und weg mit dir. Wieder ein bisschen Lebensenergie. Und könnt ihr. Achso, das war ja das, ja. Klar. Das war ja das, was ich wollte. Und nochmal. Ah, schon tot. Na Mensch. Hat er nicht viel ausgehalten. So, jetzt sammle ich nochmal alle Teile. Schnell. Ja, das weiche mir auch noch schnell aus, weil wir gekonnt machen können. Aber ich wüsste wirklich gern, wann das aufhört. Und da kommt noch was angeflogen. Wunderschön. Blau Marsh Essence. Juckt uns alles nicht. Ja, jetzt, ich komme jetzt, warte ich jetzt, oder? Also ich gehe jetzt noch zurück zu ihm. Ah, die Erfahrung nehme ich auch noch mit. Ja, oder Lebensenergie auch noch von mir aus. Ah, ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt erwartet. Wir, ach nee, Quatsch, die Korallenkrone fehlt uns noch. Ah. Und ich wüsste wirklich gerne, wie ich diese blöde Sache, blöden Blutegel loswerde. Das erscheint mir doch sehr lästig. Weil Tränke und so nichts bringen dann. Ne? Falle? Nein. Aber hier waren wir schon. Ah. Die Korallenkrone. Wo wäre ich, wenn ich eine Krone wäre? Hm. Kollege. Wo hast du deine Korallenkrone? Hier ist auch nichts mehr zu finden. Ha. Korallenkrone. Muss ich jetzt wieder in den Wänden rumpopeln? Das wäre ätzend. Es wäre gar nicht so unwahrscheinlich, aber es wäre ätzend. Nee, zu den Fröschen gehe ich jetzt garantiert nicht. Ist oben was? Nee, glaube ich nicht. Ich denke auch nicht, dass ich in den Wänden rumpopeln muss erneut. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich wüsste jetzt auch spontan nicht sonst, wo irgendwas sein könnte. Haben wir alle Lichter angezündet an sich? Ja. Ja gut, hier unten ist das noch, ja. Hm. Wo finde ich eventuell eine Korallenkrone? Ich bin gerade wirklich... Oh, verdammt. Ich bin gerade so ein bisschen am Grübeln. Also da unten links, ja, das ist klar, da sind wir in der Kanalisation. Das Grüne ist ja schon Kanalisation. Ich denke aber nicht, dass wir da hin müssen, um das zu finden. Kann ich mir nur schwer vorstellen gerade. Da links über dem Tor... Ach, Moment, ich nehme wieder die Maus, damit ihr auch seht, was ich meine. Also hier ist ja... Brauche ich einen Schlüssel für? Für die Katakomben? Hier nehme ich mal auch irgendwas an, dass ich dafür einen Schlüssel benötige. So, was haben wir sonst? Hier waren wir, haben wir alles abgekleppert. Es muss ja in dem Bereich hier sein schon. Also, Katakomben halt, ne? Das alles andere wäre ja sonst... Aber ich finde es schön, dass hier alles farblich gekennzeichnet ist. Nochmal die verschiedenen Gebiete. Das hilft schon mal zu, halbwegs zur Orientierung noch dabei. Wenn man eh schon keine hat, ist es gut, wenn man wenigstens sowas noch hat. Und... Na komm, wir gehen erstmal heim. Beziehungsweise... Wie werde ich diese blöden Blutegel wieder los? Das nervt mich gerade so ein bisschen. Lass mich doch mal zum Koch nochmal. Vielleicht hat der ja ein Rezept. Kauf. Rezepte. In dieser wird die Wirkung von Gift, sodass du mehr Zeit für Heilung hast, ist klar. Nee. Essenzen. Küche und Muschel. Ja, die Muschel habe ich ja gekauft.
Okay, hat irgendeine Dingensbedeutung. Gut gekaut kann der Saft vom Herstellen. Blutegel. Okay, das ist cool. Okay, dafür nochmal Respekt, Spiel. Das ist nicht schlecht. Ja. Also damit kann ich mich anfreunden. Ist eine schöne Idee. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Sehr cool. Ja, mit diesem kleinen Gimmick verabschiede ich mich dann nochmal für die Folge und ich hoffe, wir finden jetzt noch die Korallenkrone. Ich wüsste aber nicht mehr wo. Wenn ihr eine Idee habt, naja, braucht ihr eigentlich gar nicht reinschreiben. Ich nehme jetzt den nächsten Part gleich eh noch mit auf, weil ich gerade ziemlich viel Lust habe. Und deswegen sage ich einfach mal, bis gleich und beziehungsweise bis zum nächsten Mal.